Na, ihr kleinen Drecksspatzen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen jetzt auch gar nicht lange Schabernack hier. Wir fangen direkt mit den nächsten Geschichten an. Viel Spaß. Die nächste Fantasie, die ich jetzt hier erzählen werde, ist von jemandem, der stellt sich vor, dass er der einzige Mensch auf der Welt ist und alle anderen Lebewesen sind Ameisen. Aber nicht Ameisen, die so groß sind wie Menschen, sondern normale kleine Ameisen. Und sein Traum daran ist halt, dass er nackt rumläuft, auch immer permanent eine Erektion hat. Und wenn er einen Ameisenhaufen sieht, möchte er gerne seinen Penis in den Ameisenhaufen reinstecken, Sex mit dem Ameisenhaufen haben und mit seinem kompletten Ejakulat die Königin ertränken. Es nimmt ja Ausmaße Im an. jeweiligen Ameisenhaufen. Wirklich? Ja. Okay, das würde ich jetzt gerne unbedingt von dir psychologisch analysiert haben. Oh, das ist ganz schwer. Also, warum möchte er auch die Königin töten? Da war das Erste, wo ich gesagt habe, mach's doch einfach. Warum er die Königin töten möchte, ist mir noch ein Rätsel, muss ich sagen. Warum er ich glaube, den Ameisenhaufen möchte er einfach vergewaltigen aus Dominanz, dass er so groß ist und ein ganzes Volk quasi unterjocht und knechtet. Und auch mehrere Generationen das mitbekommen und nicht nur eine Person wie eine Es hat aber Leiche. nicht der H. Hitler geschrieben, oder? Nein! Wieso, er heißt doch gar nicht H. Hitler, der Harald Hitler. Ja, Harald Hitler. Was glaubst du denn? Warum will man einen Ameisenhaufen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt gesagt mit der Königin so. Ich glaube so, das ist die höchste weibliche Form dieser Gesellschaft und die zerstört er mit seiner Männlichkeit. Aber er will nicht, dass die Ameisen in seine Eichel oder sowas kriechen. Das gibt's ja auch. Ja, das gibt's auch. Nee, das nicht. Ich wurde vor einer Woche mal von einer Ameise gebissen, In der Eiche. als ich den Haufen, nee, von einer Ameise gebissen, als ich was getragen habe. Und es ist so krass Eine angeschwollen. Wassermelone. Ja. Und es ist so krass angeschwollen und hat mich so krass wehgetan. Da dachte ich mir so, krass, Alter, das muss richtig krass sein, wenn das bei deinem. Also wir gehen ja davon mal aus, dass er sich vorher ein kleines Loch in dem Ameisenhaufen baut, ne? Vielleicht erzeugt er das auch. Er hämmert das Ja. Loch rein. Bei Domian hat nämlich seinerzeit auch mal jemand angerufen, der einen sogenannten Lochfetisch hat. Alles, wo er ein Loch reinmachen kann, turnt ihn sexuell an. Ich habe ein Und Loch im Hemd. ja, so, genau, ja. Und er, aber nicht nur, das Loch macht ihn nicht nur an, sondern er steckt da natürlich sein erigiertes Glied in dieses Loch. Das heißt, es ist wirklich so weit, dass er Gegenstände gevögelt hat, dass er in eine Melone ein Loch gemacht hat und quasi, es geht nicht um den Gegenstand an sich, so die Melone an sich macht ihn nicht an, aber das Loch, das er geschaffen hat in dieser Melone, Ach, er muss das Loch reinmachen oder ist es so, dass er das Loch sieht und dann also denkt er sich, oh, Loch? ja, oh, Loch, also wenn er ein Loch sieht, ist schon sehr heiß, so, aber es ist halt, er läuft nicht nur rum und sucht Löcher, sondern er schafft sich auch seinen eigenen Löcher. Und es ist wirklich vollkommen egal, welcher Gegenstand es ist. Er hat das, glaube ich, ins Sofa gemacht, in Matratzen rein, wie gesagt, in Früchte rein und so. Aber er muss quasi alles mit Loch, muss er löchern. Wie glaubst du, ist es in seinem Kopf, dass er sagt, Scheiße, ein Loch, ich muss es ficken? Oder er denkt sich so, oh ja, geiles Loch. Oder er denkt sich so, verdammt, ist es wieder soweit. Ich hoffe für ihn, dass er denkt innerlich so ein bisschen, verdammt, es ist wieder soweit. Ja. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir vor, egal wo du ein Loch siehst, ne? Egal wo, Ja. Oh. es würde dich anmachen. Das ist krass. Ich habe hier nur noch eine Hose, die hat ein Loch. Ist das schlimm für Das Sie? Perfekt. Ich glaube auch wirklich, in diesem Zusammenhang kann man das mal sagen, also aus jahrelanger Domian-Recherche, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Egal was, stellt ihr das Krasseste, stellt euch gerade das Krasseste vor, was ihr euch überhaupt nur wollt, egal was. Es gibt mindestens einen, der es tut. Ja. Gibt auf jeden Fall auch einen Pornofilm davon. Ja, bestimmt, Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, das nächste, was ich gefunden habe, war auf 4chan habe ich das gelesen. Kennst du ja 4chan? Nee, kenne ich. Ist ein interessantes Forum. Und da gab es viele, viele. Auch da teilen viele ihre Fantasie mit, ja. Und da muss ich ein bisschen ausholen, es dauert ein bisschen länger. Also, hör mal zu. Der Typ würde sich gerne, also seine unausgesprochene Fantasie, ja. Ja. Der Typ möchte gerne zurück in die Zeit, also mit einer Zeitmaschine zurück in der Zeit sein und den ersten affenartigen Menschen, den es da
gab, von denen wir abstammen, möchte er gerne mit seiner Zeitmaschine da landen, aussteigen als Homo sapiens, dass alle anderen männlichen Affen Angst vor ihm haben und sagen, oh Gott, das ist der neue Alpha, den es hier gibt, wir müssen uns zurückziehen, und dann möchte er gerne alle weiblichen Affen vergewaltigen. No! Doch, damit er der ist, von dem alle anderen Menschen abstammen. No. Das ist seine unausgesprochene Fantasie. Das. Und er hat sich auch richtig vorgestellt, wie während er die Weibchen vergewaltigt, dass die männlichen Affen daneben stehen und Angst haben, aber weil sie ihn akzeptieren als den neuen Alpha, der aus der Zukunft kommt, haben sie Angst vor ihm und kauern, und er erschafft die Menschheit durch seine Aktion. Krass, das ist eine krasse Geschichte. Also, da ist ja ganz klar der Gottheitskomplex drin, ne? Ja. Ich bin Gott, ich will Gott sein. Aber auch diese Sodomie-Nummer. Ja, das sind ja nun mal noch Tiere. Ja, so auf der Kippe. Ja, ja, wie sind halt Tiere so. Also. Ja. Ja, wie ich halt, ne? Ja, von den Haaren her, ist bei dir noch nicht, du bist noch nicht so lange aus dem Wald draußen, ne? Kannst du es nachvollziehen? Nee. Also ist schon länger her, dass du es geschrieben hattest. Es war so damals, ich habe es mir dann erfüllt. Ja. Ich bin mit der, nee, aber finde ich krass, ich finde es krass, dass er, also was mich an der ganzen Situation so beeindruckt hat, ist auch so die detailreich er ist, dass er auch will, dass die Affen halt so ihn bejubeln dabei und dass sie kauern und Angst haben, und er, die Weibchen, die wollen es auch alle. Es ist nicht die richtige Vergewaltigung, sondern die ergeben sich ihm auch, sodass er halt der neue Alpha ist, und von ihm stammen alle ab und er will das unbedingt. So. Ist krass. Ist eine krasse Fantasie. Ja. Er muss erst mal drauf kommen überhaupt. Ja. Krass. Was es, glaube ich, sehr häufig gibt, was ich bei Domian immer über die Jahre gehört habe, ist es tatsächlich so, dass verheiratete, erwachsene Männer, so weit über 40, 50, 60, sich in Teenies verknallen. Oh. Und dann ganz oft in die Freundinnen der eigenen Töchter. Ach so, wie ein bisschen bei dem Film mit Kevin Spacey, wo er einen Oscar gewonnen hat. Ja, genau, American Beauty. Ah ja. Genau. Ganz viele haben über die Jahre bei Domian angerufen und haben gesagt, hey, ich habe eine Affäre mit einem jungen Mädchen, wie viel jünger? 30 Jahre jünger. Wie alt bist du? Ich bin 45. Wow. Also ich will jetzt nicht mal in die Pädophilie-Geschichte gehen. So gar nicht. So. Sondern eher so 15, 16, 17, 18-Jährige, aber dann sind sie irgendwie 30, 40 Jahre älter. Und dann zieht sich das auch durch die Geschichten, dass die Väter die eigenen Töchter quasi so weit schon ein bisschen dazu überreden, will deine Freundin nicht mal wieder bei uns übernachten und so. Mann. Ganz viele haben auch gesagt, sie haben eine Affäre wirklich mit dem Mädchen und sie wollen jetzt die Ehe beenden für dieses Mädchen. Was meinst du, was sagt Domian in dem Moment? Solltest du auf jeden Fall machen, hör auf dein Herz. Lass deine Frau und deine Kinder im Stich für jemanden, der dich nach einem Monat dumpt. Genau. Mach das doch einfach. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel, wie ich glaube, das gibt es bei Frauen auch, ich glaube nicht in dem Ausmaße, aber wie leicht es doch für Männer dann ist, einfach dumm zu werden. So, das ist so, ich bin Mitte 40 oder 50, habe mein Leben im Griff, habe ein eigenes Haus, habe eine Tochter, habe einen Sohn, bin verheiratet, habe einen geilen Job und so. Titten! Was? Ich habe nichts, ich Titten! Aber das Gute ist, dass uns das alles noch bevorsteht. Ich freue mich schon jetzt drauf, das alles mal zu erleben. Ja, ganz toll. Hat euch die Auswahl unserer kleinen, unausgesprochenen Fantasien gefallen, dann gebt uns doch für das Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder jede Woche dabei seid. Das nächste Thema wird mit ganz großer Sicherheit nichts mit Sex zu tun haben. Oder vielleicht doch. Wir sagen auf jeden Fall tschüss und shine on. Wo treibst du dich im Internet rum, Mann? Wieso? Du hast auch kranke Scheiße erzählt. Ja, klar. Aber findest du nicht, dass sich bei dir immer so dieser Gottheitskomplex auch ein bisschen durchzieht? So, ja, haben anscheinend voll viele, wa? Krass, ne? Ja. Also ich bin ja immer dafür, dass man mit seinem Partner oder also generell offen sein sollte und mit seinem Partner auch bestimmte Sachen besprechen soll. Total, ja. Aber es gibt halt auch echt Fantasien, wo man eigentlich fast schon in der Pflicht ist, den zu melden, oder?
Ach, wo ich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Gedanken sind frei und wenn du jetzt nicht unbedingt das umsetzt, dann ist das auch ja, völlig aber, in Ordnung. Aber es gibt halt auch einfach Fantasien, die auch Fantasien bleiben sollten. Also genau. wenn ich jetzt mir denke, ich würde gerne 10 Leute umbringen und mir danach einen runterholen und das Livestreamen, das geht nicht. Ja, bei Domian haben auch ganz viele angerufen, die diese Pädophilie-Geschichte hatten. Ja, das ist auch und, mal, ja. Und da dachte ich hat dann... Hat er das mal abgebrochen eigentlich? Kommt drauf an, wie krass es wurde. Er hat, hat denen aber schon irgendwie zugehört. Er hat natürlich das immer tierisch verurteilt, was ja richtig ist. Ja. Aber bei manchen Anrufern habe ich auch so gedacht, Domian, da darfst du jetzt nicht auflegen. Da musst du musst rausfinden, wo der wohnt, da musst du jemanden hinschicken. Ja. So, das war so... Da rufen manchmal welche an, die sagen, ich habe voll Angst, dass ich rückfällig werde. Ja, genau. Ja, und genau. Das ist halt... Genau, das, ey, es ist, also es gibt so... Es gibt auch eine mega Verantwortung von ihm. Es ist eine mega Verantwortung, total. Aber es gibt, weißt du, deine Geschichten zum Beispiel, oder auch der Lochmann, ne? Ja. Also, das für manche, die finden es richtig geil. Wir finden es lustig, ne? Ich finde es auch so, lustig, so ja. Absurd, so dass man so im Ameisenhaufen, ey. Also, aber das ist auch die Frage, ich denke mir auch immer so, glaube ich die alle oder wollen die einfach nur noch schocken dann so mit irgendwelchen ja. abgespaceden Fantasien? Ich glaube, dass es das wirklich gibt. Dass es das wirklich gibt. Hast du mal bei American Pie früher drüber nachgedacht, einen Apfelkuchen zu ficken? Nee, habe ich nicht gemacht, nee. Ja, nicht gemacht oder nicht drüber nachgedacht? Du nicht drüber nachgedacht, nee. Ja? Würde ich nicht, ach Quatsch, was ist denn das? Ah. Okay, ich muss los. Mein Apfelkuchen ist fertig. Alles klar, mach's gut. Ciao.